Hallo und willkommen zu meiner Folge 12 in meinem The Sims 4 Generations Let's Play. Und wie ihr gesehen habt, haben wir ja die letzten Folgen Drillinge bekommen, die inzwischen Kleinkinder sind. Und da die letzten Tage etwas stressig waren, sowohl für mich als auch die Eltern natürlich, habe ich mir gedacht, wir verbringen den heutigen Tag am Strand. Nalani hat schon mal einen Picknickkorb gepackt, Lucien hat gekocht dafür. Und darum werden wir gleich losgehen, sobald die beiden den Garten fertig versorgt haben. So, dann gehen wir mal auf Reisen. Und wir nehmen alle mit, auch den Hund. Zu welchem Strand gehen wir denn? Ich würde sagen, zu dem, der ist etwas weiter weg von zu Hause, dass die Kinder auch mal was anderes sehen als nur das Haus. So, da sehen wir, das ist natürlich ein EA-Strand, den habe ich noch nicht umgebaut, werde ich aber wohl demnächst auch machen, dass wenn wir das nächste Mal zum Strand gehen, wir einen etwas schöneren Strand haben. Naja, wenn man das Strand nennen kann. Also ja, Strand schon, aber das Meer ist jetzt hier nicht gerade groß, ist eher so wie ein Fluss, aber egal. Hauptsache, wir können ein bisschen baden und die Kinder können im Sand buddeln und Picknick können wir ja auch machen. Das ist ja eine neue Funktion, die es ja jetzt vom Landhausleben gibt. Das werden wir natürlich auch tun. Zur Tagespflege gehen. Nein, wir gehen nicht zur Tagespflege. Die gehen jetzt aber nicht weg, oder? Nö, gut. So, Nadani muss erstmal aufs Klo. Das kannst du ja mal machen. Und den Picknickkorb, den nehmen wir mal. Wo ist er? Oh, sie hat so viel Zeug dabei. Wo ist der Picknickkorb? Ich habe ihn doch eingepackt. Oh nein, ist jetzt nicht mitgekommen. Ich habe wirklich drauf geklickt, immer Inventar platzieren. Das wäre jetzt blöd, wenn der nicht mitgekommen wäre. Und da müssen die Kinder halt Obst essen. Aus dem Inventar. Der ist tatsächlich nicht da. Kannst du ihn auch nicht ausbreiten? Nee. So was Doofes. Das ist ja doof gemacht. Ich habe den doch extra gepackt. Zu Hause hatte sie noch die Option Picknick machen. Und jetzt nach dem Reisen, das ist total blöd. Naja, kann man nichts machen. Schade, ich hätte es gerne ausprobiert, aber dann müssen wir das ein andermal machen, wenn das Spiel nicht so buggy ist wie gerade bei mir jetzt. Und dann muss Lucien halt kochen, grillen. Was grillen wir denn Schönes? Was ist das? Ja, Hähnchenfleisch, mach mal das. So, weil die Kinder haben ja auch Hunger so langsam. Die haben noch nicht gefrühstückt. Und ich ziehe die beiden auch mal schnell um. Das mache ich aber so. So, deine Schwimmkleidung anziehen. Und du auch. Schwimmkleidung. Und du auch. Outfit wechseln. Schwimmkleidung. So. Naja, baden könnt ihr ja nicht. Im offenen Wasser spielen. Oh ja, mach das mal. Ich glaube nicht, dass denen was passiert. Die können ruhig im Wasser spielen. So, sie spielt im Wasser. Nee, du gehst nicht an dein Tablet. Du bist schon mal draußen. Also kannst du doch auch mal eine Sandskulptur bauen mit deinem Bruder. So. Ihr kleinen Süchtigen. Und der Papa kocht was und die Mama, die hat Juckreiz. Ah, sie hat eine Feuerblattblume angefasst. Oh, wie niedlich. Lanani kann ja mal schwimmen gehen, herumschwimmen. Sie ist eine Meerjungfrau, die soll mal ein bisschen ins Wasser.
Nee, lass mal die Kinder luschen. Die kommen schon zurecht. Gehst mal aufs Klo. So. Dann beobachten wir mal die Kinder beim Sandburg bauen. Muss natürlich Screenshots machen, wenn wir schon mal hier sind. Für unser Familientagebuch. Oder Fotobuch eher. So. Oh, wie die sich freuen, mal an den Strand zu gehen. Sie haben zwar zu Hause auch einen Strand, aber irgendwie machen wir da nicht viel am Strand. Da stehen ja auch überall Pflanzen herum, da ist es nicht ganz so schön. So. Kannst du mit ihr spielen? Essen aus Inventar geben? Nee, lass mal, du hast was gekocht. Auch wenn so ein schönes Picknick nicht funktioniert. Zum Essen rufen. Das machst du gleich mal, wenn du wieder da bist, weil die Kleine hat schon sehr Hunger. Jeruk, Ispa. Kommt alle essen. Nalani kommt auch essen, oder? Nee, die hat's nicht gehört. Komm auch essen. Hör auf, mit Fremden zu quatschen. Hier hingehen. So, ein Gericht nehmen und dann unterhaltet ihr euch mal alle zusammen. Luschen sich auch mal was anderes an. Der hat immer noch seine Arbeitskleidung. So, jetzt hat er auch sein Badeoutfit an. Oh, hat er wieder Hunger? Gib Cora essen. Bleib kochen geben. Wir haben leider kein Essen für Tiere mitgenommen. Oh, der Kleine ist dreckig. Okay, es war vielleicht nicht ganz so schlau, im Winter an den Strand zu gehen. Ist das ein Mann? Ah, du hast eine sehr weibliche Frisur. Kannst du mal mit deiner Kleinen eine Skulptur bauen? Man kann dich ja leider nicht baden. Aber Lucian könnte sich doch mal sonnen, oder? Doch kann er den Kleinen baden? Ach, waschen am Waschbecken kann er das vielleicht, ja? Oder? Oder auch nicht. Nee, dann musst du leider stinken, bis wir zu Hause sind. Ja, lass den Kleinen. Der ist jetzt halt ein bisschen dreckig. Das ist nicht so schlimm. Der kann ja mal im Sand buddeln gehen. Im Sand spielen, genau. Und du? Was machst du? Du kannst jetzt hier im Wasser spielen. Und die beiden bauen eine Burg. Ach, dir ist kalt. Warte, ich gebe dir ein anderes Outfit. Das war nicht so schlau von mir. Ich habe vergessen, dass Winter ist. So. Besser? Ja, jetzt ist besser. Hier ist es halt immer so sonnig. Da merkt man irgendwie gar nicht, wenn es kalt ist. Mach du mal mit bei der Sandskulptur. So, jetzt mache ich wieder Screenshots. Oh, ich habe den Plumbob, der nervt. Naja, sieht man zwar sowieso. Jo, das gefällt denen, hä? Und du, Kleiner, du bist nicht dreckig, du gehst im Wasser spielen, das ist schön.
Und Lucien 20. Und der stinkt dort hinten und spielt im Sand. Naja. Ih, das ist eine Spinne. Kann er alleine mit den Kindern ins Wasser? Nun, schade. Geht nicht. Vielleicht kannst du ja mal mit der Kleinen spielen oder so, dass die sich nicht so langweilt. Spielen. Und Sprechen beibringen, das schadet auch nicht. Oh, Lucien, du solltest dich einkriegen, sonst wirst du uns ganz rot. Wo kann man mich einkriegen? Hier, Sonnencreme auftragen. Ah, er ist schon sehr rot geworden. Ich hoffe, das ist jetzt kein Sonnenbrand. Ist das ein Sonnenbrand? Genervt von Wind. Okay. Oh. Ah, das ist doch eine Meerjungfrau. Diese komische. Ach, das ist ein Meerjungmann. Ups. Ich habe nichts gesagt. Das sieht aber ganz schön weiblich aus. Oder nicht? Oder ist es eine Frau? Doch, oder? Oder hat sie bloß eine männliche Stimme? Naja, egal. Dann ist es halt mehr Jungfrau, Mann, Frau oder so. So, ist euch auch kalt? Warte, dann macht doch ein anderes Outfit. Könnt auch so im Strand spielen. So, du hast jetzt dein anderes Outfit und du auch. Outfit wechseln, so. Jetzt müsst ihr euch warm sein. Ja, vielleicht kannst du mit deinem Bruder spielen. Über Farbe reden. Ja, gut, mach. Lustige Gesichter schneiden. Vielleicht könnt ihr noch eine Sandskulptur bauen. Danach im Sand spielen. Du kannst dann auch im Sand spielen. So, vielleicht kann Lucien auch mal im Wasser ein bisschen schwimmen. Der geht so selten ins Meer. Dass er mal etwas Sport treibt. Oh, der ist ganz schön rot geworden, der Arm. Hübsche Bräune. Da ist aber nichts braun. Der ist rot geworden. Ah, Lucien, dir geht's wie mir. Ich werde auch immer nur rot und nicht braun. Okay, also wir merken uns, Lucien darf nicht mehr in der Sonne baden. Und seine Tochter wahrscheinlich auch nicht, weil die ist ja auch so hell wie er. Vielleicht kann der Lani sich noch ein bisschen sonnen. Bevor die Sonne weg ist. Der Kleine kann ja auch selber noch ein bisschen helfen, Sandskulptur zu bauen. So. Da kann die Mama sich auch ein bisschen sonnen. Die sollte ja nicht rot werden. Aber du cremst dich auch ein, auch wenn du schon sehr dunkel bist von Natur. Aber rot sollst du ja auch nicht werden. So. Oh, wie niedlich die beiden. Ja, als ob Kinder sowas bauen könnten. Also das ist ein bisschen zu schön für Kinder, oder? Also das ist schon ein Kunstwerk, was die da gebaut haben. So, du machst in die Windeln. Ja gut, mach das.
Kannst du denn ja auch hier im Sand spielen und dann gehen wir dann nach Hause, weil es ist ja auch schon wieder Abend. Ist zwar erst 16 Uhr, aber es ist ganz schön rot geworden. Voll schön. So. Was machst du? Ach, du willst mit dem Hund spielen. Na gut, mach das. Wo ist denn der Hund? Ach, da. Wir sollen, glaube ich, nach Hause. Ich glaube, Cora hat Hunger. Ah, aber was wir machen können, Lucian, komm mal her. Die Mami kann ja mit den Kindern nach Hause und du gehst mal mit dem Hund Gassi, weil das wünscht sich der arme Hund schon sehr lange. Tierpflege, spazieren gehen. Mach mal einen kurzen Spaziergang, weil der dauert auch so schon 6 Stunden. Gehst du jetzt spazieren mit dem Hund? Ja. Ich sehe zwar den Hund nicht. Ach ja. Und geht ihr beiden? Ja, jetzt. Jetzt hat er angelangt. Dann tschüss, ihr beiden. Bye, bye. Vielleicht warten wir noch, bis wir nach Hause gehen, oder kann ich dich so heimschicken? Also kann ich die Kinder allein nach Hause schicken? Nee. Schade. Die kann ich gar nicht heimschicken. Unter Auflösen, mach das mal. Vielleicht kann ich die jetzt heimschicken. Ich glaube, das geht nicht. Nee. Dann warten wir hier, bis Lucien wieder da ist. Vielleicht kannst du ja hier mit Jake ein bisschen was machen. So. Und du kannst mal mit deiner Schwester spielen. Nach Welt fragen, okay. Ja, und zu Hause baden wir euch dann alle mal, weil ihr stinkt alle. Oh, jetzt ist es dunkel geworden. Na gut, ich reise jetzt mal wieder mit ihnen nach Hause, weil die brauchen alle ein Bad, die Kinder, und sind auch müde langsam. Und ich hoffe mal, Lucien kommt jetzt vielleicht mit. Oder können wir nur die Kinder mitnehmen und dann kann Lucien ja selber dann kommen. So, dann kann er noch ein bisschen mit Cora spazieren. Und dann nach einer Stunde oder so, wenn wir zu Hause sind, können wir ja dann die beiden herbeirufen. So, weil jetzt waren wir ganz lange am Strand. Und dann baden wir erstmal euch kleinen. Wer ist denn am dreckigsten? Du bist dreckig. Okay. Baden. Baden mal den Kleinen. Und du kannst ja, nee, nicht traurig sein. Du kannst ja ein bisschen klettern, bis Mami zu dir kommt. Und du gehst aufs Töpfchen, damit du dich nicht noch dreckiger machst. So. Du badest jetzt dein Kind. Baden. Den hier. So. Hier ist Picknickkorb. Wieso bist denn du nicht mitgekommen? Ich habe doch. Dann tut man das Essen da drin halt im Kühlschrank. Dann essen sie es halt zu Hause. Ist auch nicht so schlimm. Ich hätte nur gern das im Picknick mal ausprobiert. Oh, dann machen wir das ein andermal. Und den kleinen Mann baden. Oh.
Was machst du? Gar nichts. Du kannst ja sonst mit dem Tablet ein bisschen spielen. Ah, deine Fähigkeiten sind auch schon recht hoch. Und du bist gerade auf dem Töpfrennen. Und du wirst dann auch gleich gebadet. Du kannst danach ja auch ein bisschen Turm bauen. So. Friend, ja klar, komm vorbei. So, du bist gebadet. Nee, du bist gebadet. Ja, genau, du gehst aufs Töpfchen. Das ist toll, dass du das machst. Ganz alleine. Tschüss. Du räumst das Essen bitte ein. Hast du gemacht? Okay. Können wir das irgendwo anders hinstellen? Das stört mich hier. So, hier vielleicht. Genau, dann kannst du Marceline baden. Sie fragt, ob selber sogar schon. Ja, Brent, ich weiß, die Kleine stinkt. Darum geht sie jetzt baden. So, Lucien, du kannst nach Hause kommen. Cora ist auch da. Sehr schön. Da sind die beiden wieder. Kannst du sie mal loben? Und dann ruft den Hund mal zum Fressen, nicht, dass die mit uns verhungert. So. Und dann kannst du ja vielleicht Brent Hallo sagen, bevor er wieder abhaut. Freundlich. Nee. Du kannst mit dem ein bisschen quatschen. So. Oh, Devin, na, das machst du nicht. Du gehst ins Bett. Hopp, hopp. So, und danach wird das dritte Kind gebadet. So, Marceline ist müde. Dann bringt die Kleine doch ins Bett. In Schlaf fließen. So, mach das mal. Ach, Nalani ist schön braun geworden. Ich glaube, glückliches Kleinkind haben die Kleinen schon erreicht. Dann sieht es ja schon gut aus, dass wir das schaffen. Aber die haben ja noch über eine Woche, nicht ganz eine Woche. Winterfest. Nee, ich muss die Jahreszeit sowieso ändern. Wir haben Winter. Ich muss jetzt mal cheaten. Das mache ich mal schnell, bevor ich es wieder vergesse. Weil wir lassen die fürs erste Mal einfach nur angepasst ans echte Leben. Dann machen wir nämlich Herbst, weil aktuell ist ja auch Herbst. So. Ändert sich zwar eh nicht viel auf der Insel, aber ja, so ein bisschen halt. So, du kannst später mit ihm quatschen. Warte du mal bitte den Kleinen hier. Der weint nämlich schon, weil er baden will. So, Nelani, du kannst mal aufs Klo gehen. Und du badest ihn bitte. Was war das? Nee, nee, nicht ins Bett. Ich hatte gehofft, er sagt jetzt baden. Baden, du kannst nachher ins Bett. Steh auf. Okay, er will schlafen. Na gut, dann schlaf halt, dann baden wir dich morgen, dann verstinkst du halt das Bett. Dann machen wir hier mal etwas sauber. Bei ihr ist alles sauber.
Kommunizier doch mal mit den Geistern. So, jetzt ist sie nämlich nicht müde. Das ist doch schön. Und dann kannst du mal hier das aufräumen. Also ich mache es jetzt halt schnell. So. Und dann isst du mal bitte was. So, dann war das unsere heutige Folge. Wir haben einen Tag am Strand verbracht. Die Kinder sind alle etwas weiter aufgestiegen von den Fähigkeiten, sodass wir das hoffentlich bald vollkriegen. Und dann denke ich, warten wir aber bis zum Geburtstag, bis die dann altern. Das werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Folgen angehen, dass wir da eine Geburtstagsparty machen. Und gleichzeitig halt etwas die Karriere vorantreiben von den beiden. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit heute, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Ich würde mich übrigens freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann freue ich mich auch über ein Abo. Ist aber alles kein Muss und dann hören wir uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss!